So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop, lange nicht mehr gesagt. Kappa. So, wir sind auch schon direkt im Shop drin. Als erstes natürlich das Crew-Paket. Da habe ich jetzt immer wieder gelesen, wann kriege ich denn die V-Bucks? Also ich kann nur sagen, bei mir ist zum Beispiel, ich habe das am 19. Januar abgeschlossen, da habe ich die ersten 100.000 V-Bucks bekommen, dann am 19. Februar habe ich V-Bucks bekommen und die nächsten V-Bucks bekomme ich halt am 19. März. Weil deshalb ich einmal das Paket erhalten, Battle Pass noch nicht, weil der ist ja noch nicht draußen und dann die V-Bucks bekomme ich wie gesagt am 19. März dann immer. So, das war das Paket. Was haben wir noch drin? Natürlich Joker-Paket immer noch drin. Also gefühlt ist das auch schon eine halbe Ewigkeit drin. Also seitdem ich wieder Fortnite spiele, auf jeden Fall. So, dann was haben wir noch drin? Das ganz normale Flash-Paket. Immer noch mit dem Skin, Rückenaccessoire, Pickaxe, Emote und natürlich der Ladebildschirm. So, dann Alien-Paket auch noch da. Also das bleibt auch anscheinend ein bisschen länger drin. Entweder kaufen wir noch nicht genug oder aber sie haben gerade nichts anderes. Hauptsache der Shop sieht größer aus. So, was ist in dem Paket drin für 2200 V-Bucks? Einmal der Alien-Skin, Rückenaccessoire, die gute Dame, nochmal das Rückenaccessoire, ein Ladebildschirm. Ja, der Ladebildschirm ist zwar, ja, ich finde er ist ein bisschen unübersichtlich. Ganz ehrlich. Dann haben wir noch das Emote. So, was haben wir noch? Dann, immer noch Grüße raus an Schleuderaffe. Der mir das Ganze nämlich geschenkt hat. Dann eine schöne Kleider. Und die Pickaxe. So, dann gibt es das Alien-Paket natürlich nochmal alleine, aber für 1600. Da muss man sich halt überlegen, ob man die 600 V-Bucks noch extra dazu bezahlt. Und dann hat man halt schon das ganze Alien-Paket. So, dazu noch Alien Ripley. Zack, zack. Ah, wie ich sage, ich feiere den Skin nicht. Ich glaube, ich habe ihn auch noch nicht einmal irgendwo gesehen. So, das Emote für 300. Leiter, die Pickaxe. Aber inzwischen ist ja hier alles. Oh, sie haben das Paket drin gelassen. Also von gestern der neue Skin ist immer noch im Shop. Auch als Paket erhältlich für 1,9. Einmal mit dem Skin, Rückenaccessoire, Pickaxe. Die Pickaxe finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Die kann man eigentlich wirklich gebrauchen. Die Tarnung, ja, Tarnung hat man halt schon öfters. Und dann das Emote noch dabei. Ding, 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 ding. Dann, klar, der Skin nochmal einzeln für 1200 V-Bucks. Und nochmal kurz vorweg, denkt dran, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne meinen Creator-Code antragen, YT-FamilyHack. Grüße gehen raus. So, was hatten wir noch drin? Das hatten wir jetzt alles. Dann haben wir heute drin die Volleymeisterin. Aha, schöner Tennis-Skin. Ist okay. Erinnert mich halt so ein bisschen an die Golfzeit. Ich weiß nicht, ich muss immer an die Golfzeit denken, wenn ich die hellen Skins so sehe. So, was haben wir noch dabei? Die Brandungsretterin. Das ist halt wieder so ein Geschmackssachen-Ding. Ist nicht schlecht, aber na, 800 V-Bucks hätten auch gereicht. Dann starke Strahlung. Aber ist okay. Ist okay. Dann haben wir die Fortnite. Naja. Naja. Wer das braucht, viel Spaß damit. Ding, 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 ding. Ansteckend. Und Zusammenreißer. Einmal nochmal. Grüße gehen natürlich wieder raus. Geschenkt bekommen. Auch geschenkt bekommen. Ich sage, ich würde mal gerne wissen, wie viel V-Bucks ihr insgesamt an mich rausgehauen habt. Das ist geisteskrank. So, das war die Tennisspielerin und jetzt kommen wir zum neuen Emote. Und oh, kein Copyright. Ist auf jeden Fall ein Gruppenemote. Also wenn ihr mit 16 Mann in der Lobby seid und alle drücken gleichzeitig mit, ich glaube, das hört sich schon geil an. 500 V-Bucks geht. Das hört sich echt geil an.
So, dann haben wir Krypto auch wieder mit drin, mit passendem Rückenaccessoire. Dann Enigma und das ganze Galaxy-Paket für 2800 V-Bucks. Man gönnt sich ja sonst nichts. Einmal halt der weibliche Galaxy-Skin, Rückenaccessoire, Pickaxe und der Gleiter. Aber ich sag ganz ehrlich, ich feiere diese Galaxy-Skins nicht mehr so. Ich weiß, packt mich irgendwie überhaupt nicht mehr. Also, wie gesagt, Skin 2000 V-Bucks. Ja, das ist halt Galaxy-Skin, ne? Die Pickaxe 1200. Dann haben wir den Gleiter für 800. Und wir haben Sternenspray für 500. Auch die ein Geschenk bekommen, ich sage, ihr seid geisteskrank, was das betrifft. Lass mal kurz die Modelle so durchgehen. Tarnung ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber irgendwann kann man es auch. Aber es ist wie mit allem. Irgendwann kannst du es nicht mehr sehen. Und dann bleibt es einfach im Spind liegen. Aber das Emote ist geil. So, dann, ihr wisst ja, V-Bucks gibt es heute auch wieder in Rette die Welt. Also alle die, die Rette die Welt spielen, können sich da auch schon wieder freuen. Es gibt drei V-Bucks-Missionen. Ich habe auch inzwischen Facebook mir einen neuen Account gemacht. Ich kann direkt nachgucken. Ja, ich kann nachgucken. Eben wurde es mir direkt angezeigt. Facebook ist genauso eine Katastrophe. Ich muss jetzt echt woanders nachgucken. Ja, muss ich. Ja, das kann ja nicht sein. Eben noch direkt gefunden, wo ich aufgestanden bin. Ich so, ach, guck da, drei V-Bucks-Missionen. So, V-Bucks selber bekomme ich erst in 9 Tagen. Jetzt muss ich gerade mal schnell gucken. Wie gesagt, es sind halt drei V-Bucks-Missionen. Die erste ist bei 28, die nächste bei 58 und die andere bei 70. Gehen wir erstmal zu der mit 28. Da sind wir hier. Mal gucken, was ist es für eine Aufgabe? Datenbeschaffung. Bing, bing, bing. Daten, Daten, Daten. Ach, ich bin wieder blind. Daten. Oh, man merkt schon, dass ich vor 10 Minuten jetzt aufgestanden bin. Bin ich hier so lost? Ich sehe kaum Datenbeschaffung. Wenn Datenbeschaffung, dann so. Hier wird es aber als Datenbeschaffung angezeigt. Ah, hier, einmal hier links. Also da ist die erste V-Bucks-Mission. Da sollte doch eigentlich, wo es Update haben, sollte doch da eigentlich auch eine sein. Die war dann auf einmal verschwunden. Haben sie bestimmt jetzt extra nochmal reingemacht. Dann bei 58. 58, 58, was ist es? Atlantisse. 58. 58, 58. Ah, da haben wir die andere. Also hier ganz links. Und dann haben wir noch die dritte, die ist bei 70. 70 ist Bus. Bus, 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 Bus. Da nicht. Bus, Bus. Ach, da ist die dritte. Also heute ganz entspannt. Ich denke mal, die Aufgaben könnte auch gefühlt fast jeder machen. Wenn ihr so um die Level 55 seid, im Blitzlevel. Und dann würde ich sagen, erstmal danke fürs Zuschauen und vergesst nicht, gerne ein Like da lassen. Und in dem Sinne euch noch einen schönen Tag und haut rein.